Ja, und damit herzlich willkommen zurück beim Trans-Siberian Railway Simulator. Bei der letzten Episode waren wir ja nicht sehr erfolgreich am Ende mit unserem Alkoholhändler. Also würde ich sagen, fahren wir mal los zur nächsten Station. Da warten ja auch Wagen auf uns. Und dann ist es hoffentlich dann da unten. So. Wünsch mag es geben, sind wir ja eh alleine. Und vielleicht haben wir in der nächsten Station auch einen Hangar, dann kann ich mal diese Federn da reparieren. Gehen wir mal ganz kurz in Inspection Mode rein. Sieht so ein bisschen durchschnittlich aus, auch da drin. Wie viel Prozent hast du? 71. 94. Der Hebel 60%. Der, oh. Kann eigentlich so ein Hebel kaputt gehen? Das Ding ist total massiv. Naja. Hey, mal Service. So, Gas geben. Bin da angekommen. 6 Kilometer. Strom abschalten. Wir machen das einfach. Kommen wir da mit ganz gut Schwung durch. Soweit man sehen kann, einfach nichts hier. Hä? Soll das? Ich steht Daftel Games Move hier machen. Das hat ja ganz gut geklappt mit dem Beschleunigen. Mein Kollege. So, hoch mit dir. Einschalten. Und Gas geben. Mit dem Maximum Umf. Warum stehst du? Okay. Das ist da alles in der Nähe. Hangar, Shop, Muffin Shop, Bar. Schrotthändler, ja, Schrottplatz, 5,2 Kilometer. Dann kann ich den ganzen Ramsch vom letzten Mal dann auch mal mitverkaufen. Weil, da habe ich noch ein bisschen was im Inventar. Ups, falsch. Mehr Speed bitte. Und der nächste. Ach nee, langsam Fahrstelle. 40. Na, wenn es sein muss. Bremse mal runter. Ja. Müssen wir ausrollen. Ja, vorne ist Beginn von dieser Stelle. Aber wenigstens ein bisschen Wildlife, was hier gefährlich ist. Auch nicht. Ach, das war schon eine geile Aktion da mit dem Bär. Nö, hier ist mal nichts. Okay, ein bisschen mehr Umf darf es sein. Und Ende. Nice. Mal Gas geben. 3,3 Kilometer. Sehr gut.
2,8 läuft. Es müsste jetzt eigentlich jeden Moment hier kommen. Ich vermute mal, hinten in der Kurve dann drinnen. Hey, da mal wieder Wildlife. Aber relativ ungefährlich. Oh, da könnte man gut jagen. Schön mit der AK. Es ist so falsch. 1,5 Kilometer. Ja, wo sind denn die Wagen? Oh oh. Runter mit der Leistung. Da, knapp einen Kilometer noch. Rechts hinten. Ja, das ist wieder garantiert. Vorher anhalten, Weiche. Ja, genau, da ist die Weiche. Das Spiel kennen wir ja schon. Wir haben Geld. Okay. Und der Alkoholhändler. Oh, nice. Gleich alles hier drin. Und wir werden wieder geflutet mit zigtausenden Markern. Ich will das ausblenden können. Ach, da rechts sind die. Da müssen wir rückwärts ran. Jo. Alles klar. Oh, das sieht auch ganz schön wild aus hier. Ein bisschen mehr Schmackes wie die. Ja, wir laden ein bisschen länger. Fast. Oh. Alter, warte. Tun wir mal kurz bremsen hier. Es ist rot. So ist es rot. Oder stellt sich das erst um, nachdem ich die Weiche umgelegt habe? Und ein bisschen ran hier. Ja, komm. Ja, wobei. Kann man hier stehen. Und dann gucken wir uns mal die Weiche an. So, zu machen. Aufmachen. Na, das sind elektrische Weichen hier. Ich kann die Weiche da unten machen. Und die Weiche ist falsch. Die ist richtig. So, 200. Da rechts hinten ist der Hangar mit Schrottplatz. Ach so. Okay. Das ist auch mal was Neues. Moin, Kollege. Moin, moin. Ja, wenn das so ist, dann können wir da einfach reinfahren. Ja, ich habe die Tür wieder offen gelassen. Mensch, Papura. Okay, ja, jetzt dürfen wir auch rein. Ja, cool. Abwechslung mal hier.
Dann schmeißen wir es da hinten rein, werden mit dem ganzen Zug mal vorfahren. Weiß noch nicht, ob ich das Reparieren zuerst machen soll, bevor ich da den Alkoholhändler töte. Weil ich glaube halt einfach, wenn ich da dann anfange zu ballern, dann schießen da alle auf mich. Wie will sie? Und da vorne ist eigentlich ein Gleis. Ach shit, warte mal. Die andere Weiche da. Ist die... Na, die ist richtig. Was wir von dir sowieso da runter? Cool. Das heißt, ich muss nur noch die da vorne prüfen. So, das sollte reichen. Einmal rein hier. Hier zu. Sedre. Tür. Dann werde ich jetzt erstmal die Weiche machen, bevor ich es hier vergesse. Und dann gerade in den Schrottplatz rein. Na. Das Reparieren dann Schrottplatz. Sonst gehst du da zweimal rein. Ah, wir haben mal wieder WLAN-Strom hier. Ja, läuft. Kannst du Foto machen. Wer braucht denn hier schon eine Oberleitung? Ist zwar ein kleines Team, aber tut es doch mal fixen. So. Hier ist richtig rum, da ist keine mehr. Alles klar, schön. Komm mal rückwärts. Das würde ich mir mal gerne mal anschauen, was dann hier der Stromabnehmer macht, wenn wir dann hier zurückfahren. So, hier auf. So, dankeschön. Also, einmal reverso. Dankeschön, Bösin. Okay. Schauen wir uns das mal kurz an. Ja, okay, sobald er noch da hinten kommt, fährt er einfach runter. Und da ist er unten. Als wäre nichts gewesen. Okay, das reicht. Sie, Kollege fährt aus. I guess. So, wir können da noch mal ein bisschen schneller fahren. Gib mal ein bisschen Gummi. Okay. Weg mit der Leistung. Sieht doch auch so, oder? Ja. Mit 5 km/h hier rein. Ah ja, passt. Ja, wir werden langsamer. Gleichbleibend. Dran. Und dann, perfekt. Kubofo, was ist auch wieder deine Studie, ja, wie immer, ne? So. Wennst du dann hier mal wieder Runde, dann fahren wir hier nach vor, fahren jetzt mal bis zu dem Hangar. Mit dem ganzen Zeug da drin. Also ich hoffe, ich kann von der anderen Seite einfach wieder rausfahren. Das wäre sehr angenehm. Nico. Weißt du was? Ich muss ja bei dem Alkoholhändler gar nicht mehr so nah ran. Doch, muss ich. Weil ich sehe gerade, ich muss ja noch die Flaschen vernichten.
Ich hätte jetzt gesagt, ich habe ja das EAK mit dem Aufsatz und mache das einfach von der Ferne. Das kann ich eigentlich trotzdem machen. Vielleicht triggere ich dann nicht alle. Mal sehen. Das sind Gespräche als Lokführer. Wenn man jemanden umbringt. So, Anlieferstelle für Eisenbahnwaggon 6,3 Kilometer. Ja, aber ich habe also mehr genug als Zeit. Das heißt, ich muss mich auch beim Reparieren hier nicht stressen. Oh, das sieht wirklich aus, als wenn das Gleis hier durchgehend ist. Nice. So, liebe Leute. Einmal eine Lok für den Service. Und das sieht gut aus von der Ausrüstung hier. Ja, natürlich fahre ich da wieder drüber. Naja, ist egal. Solange wir da in der Nähe stehen, muss ich jetzt nicht genau hinfahren. Perfekt. So, schauen wir mal, ob die da diese Stoßdinger da haben. Nö. Schnallboxführung. Stoßdämpfer. 4 Stück. Nice, 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 nice. Perfekt. Pasch mal da gerade mal aus, aber jetzt werde ich erstmal kurz speichern. Einmal da. Hallo, danke. Ja. Bis dank, zurück. Und wir brauchen eine Waffe. Achso, ich hab's ja eh schon. Okay. Jetzt ist der da. Ist er das? Hm. Das hat funktioniert. Holy shit, wer schießt da? Fuck, 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 fuck. Wer schießt? Ja, hier. Wer schießt da? Ich vermute einfach, dass es er ist. Okay. Sonst noch jemand? Die laufen auch weg. Sag mal, wie sieht's denn hier drin aus? Seid ihr noch da? Oh, scheiße. Ah, das ist jetzt scheiße hier. Komplett die falsche Waffe für sowas. Lol, der hat ein bisschen mehr braucht. Okay, das heißt, dass die mir hier kein Geld abziehen für die Ersatzteile. Aber auf der anderen Seite steht noch auch welche, oder nicht? Jo. Nice. Der Service ist heute kostenlos. Okay. Und jetzt die Flaschen. Kriege ich die von da? Wo waren die? Ah, shit. Die werde ich... Da werde ich hier raufgehen müssen. Oder? Lass mich da drüber.
Schmutz. Gibt's doch nicht. Oh, fuck. Wer? Wo? Wo? Fuck, 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 fuck. Krankheit. Ich muss was essen. Okay. Besser Inventar. Ist da. Wer schießt denn da? Ich sehe die Person nicht, die da schießt. Und ist er jetzt auch wieder weg? Das wird. Ach, da! Hab dich. Alter Scholli. Das gibt's doch nicht. Warum wird das hier nicht kaputt? Ah, doch. Nice. Okay. Aufgabe erledigt. Geil. Die sich hinter den nächsten Bahnstationen hatte nicht nur alle Wachen aus, sondern zerstörte auch alle Fässer mit diesem Gift. Ja. Würde die Wachen zerstörte Alkoholfässer. Okay. So, warte mal. Das war jetzt immer hier dieses Mittelding. Mach mal dich da. Also, einmal Reparatur. Machen wir hier gleich Ballen. So, und auf der anderen Seite. Wo ist jetzt hier kein Highlight? Und einmal da. Blöde ist halt, wir haben jetzt einfach nur 4. Aber besser als gar nichts. Okay, dankeschön. Und auch die Kollegen. So, einmal dran. Einmal 4 aus dem Lager. Wo sind die? Wo sind die? Da sind sie. Geil. Was ist denn los? Wollen die? so. 41. Ah, da auch 100%. Also, dich, Kollege, dich, Kollege, dich, Kollege, und was der andere? Da. Mal einsetzen. Nice. Nice. Perfekto. Und der letzte. Gut, Werkzeug. Falsch. Machen wir es hier und das Ganze mal wieder ranmachen. Und dann schauen wir uns doch mal kurz den Zustand hier an. Von unserer Lok. Das wäre drinnen. Ich meinte, wir können gerade mal direkt den Tacho mittauschen. Der ist ja auch wieder runter. Perfekt. Wieder auf. Dankeschön. Inspektionsmodus. Zeig mal her. Also, T. Da ist wieder alles heile. Das Teil da hinten, 88. Ja, 80, 84. Das passt eigentlich. Wobei, es wird jetzt Sinn machen, wenn ich jetzt hier mal alles austausche. Weil ich dafür jetzt nicht zahle. Ah, da, Bremszylinder. Haben wir denn eigentlich zweimal?
Ja. Bremszylinder einmal austauschen, der ist direkt dahinter. Und dann natürlich die Kollegen hier oben. Heizung passt. Ja, passt. Dann weiß ich, was ich zu tun habe. Kollege, du kommst raus. Mal wieder einen neuen Tacho. So, Warst nicht du kaputt? Moment, muss ich nochmal schauen. Inspection, please. Ne, das ist der Haupthebel. Okay. So, und du bitte auch. Perfekt. So, gib. Dankeschön. 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 Alles draußen. Holen wir uns neues Zeugs. Ich meine, den Tacho habe ich auf der Seite gesehen. Jö. Tacho. Haupthebel. Und Hauptbremshebel. Das war's eigentlich. Machen wir das noch wieder mit ein. Södele. Das sind die ganzen kaputten Sachen. Er ist kaputt, das ist kaputt, 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 kaputt. Genau genommen kriegen wir jetzt ja auch noch Geld für die ganze Reparatur. Aber den Schrott ja verkaufen. Wo ist mein Hebel? Hä? Ich hab... Achso, da war doch mein Haupthebel und Hauptbremshebel. Dachte ich schon. Kollege. Ja, perfekt. Daho. Perfekt. Bremshebel. Perfekt. Mach mal fest hier. Gut. Ich würde mal sagen, ich werde mal den ganzen Rest hier noch mit austauschen. Das ist ja noch gleich im Prinzip wie das jetzt hier. Und wenn ich damit fertig bin, sehen wir uns wieder. Dann gehen wir schnell zum Schrotthändler. Schauen wir uns mal dann noch so als Geld reinkriegen. Und dann geht's weiter. Also, bis gleich. Okay, endlich fertig. Das hat jetzt ein bisschen gedauert. Wir haben jetzt auch nur noch 30 Minuten, bis wir da sein sollen. Die Lok ist nicht glücklich mit mir, nachdem ich da jetzt alles im Betrieb rausgeschmissen habe. mach mal hier mal alles aus und wieder ein. Schauen wir mal, ob wir das Saft kriegen. Ob nehmen wir denn oben? Der ist unten. Bei E-Start. Mal gucken. Ja, die bleiben jetzt unten. Das ist jetzt aber nicht so optimal. Es ist nicht verfügbar. Was haben wir denn hier? Was habe ich denn da alles angemacht? Leuchtung, Licht, Licht. Ja, das war's nicht. Heizung, Signalanlage. Da war doch was im Maschinenraum, oder nicht? War das hier? Vorwärts, das war's nicht. Hat doch bestimmt wieder... Das ist ja eine Kompressorgeschichte sein. Wo war denn das? War das hier? Keine Kompressor ein. Okay, der läuft. Schauen wir mal, ob das tut. Jo. Das war's. Aber noch nicht komplett.
Irgendwas fehlt dir noch. Kannst du mal... Oh. Jetzt gut? Ich weiß es gar nicht mehr. War das eine rote immer an? Wollen wir hier füllen. Ah, ich bin mir nicht sicher. Schauen wir mal, was los? Die Wert wird schon passen. Okay, Strom abnehmen ist auch oben. Okay. Und immer KVC, PV1, Feldkanador. Press es auf jeden Fall an. Ja, wenn was nicht funktionieren sollte, dann werde ich das, denke ich mal, früher oder später merken. Okay, zu hier. Sachen sind soweit alle verkauft. Ups. 1844 Geld. Also, der Zustand von der Lok. Zeige ich euch das mal kurz. Ist eigentlich soweit jetzt alles grün. Die Sachen habe ich jetzt nicht getauscht. Wobei Achskörperlager hätte ich vielleicht tauschen können. Der Rest. Nee, habe ich jetzt die vergessen. Nein, ich habe die zwei Bremszylinder hier vergessen. Ja gut, wir fahren ansonsten hier hinten, habe ich ein bisschen getauscht. Jetzt nicht alles, nur hat einfach ein bisschen zu lang. Da auch, ihr seht's. Da ist ein bisschen was grün. Okay, wieder rein hier. Und für den ganzen Notfall, die ganzen Sachen hier, habe ich mir einfach mitgeklaut. Zum Geld sparen. So, ausblenden, dankeschön. Mein Kollege, hier ist nichts Komisches passiert, alles in Ordnung. Okay, ja, wir sollten hier nicht so schnell rausfahren. Meine Sachen noch wieder kaputt. Hoffnung, dass die Weichen hier richtig sind. Ja, muss ja, sonst wird es ja nicht grün sein hier. I guess. Hey, wieder keine Oberleitung. Ah ja, sieht gut aus. Das könnte ich öfter tun. Einfach mal die Leute hier ausschalten. Kostenloser Service. Kann zwar jetzt einbilden, aber ich glaube, sie fährt gerade auch ein bisschen besser. Ja, komm, mehr Speed. Ja, so halten wir es gerade. Also die Performance ist gerade ein bisschen schräg. Geht so runter, 22, 30 FPS. Obwohl hier nichts los ist. Oder berechnet jetzt irgendwie was Komisches mit den neuen Teilen, aber das ist schräg. Und da haben wir einen Bergkollegen, so wie es aussieht.
Jo. Oh, wir müssen wieder Bier saufen. Oh, ganz was Schlimmes. Wo ist denn mein Bier? Da. Gut. Jetzt muss ich trinke auch mein echt ein kleines Stückchen von Bier. Ah, hat mir jetzt aufgemacht. Ist authentisch dann hier zu spielen. Mal sehen. Spaß noch. Gar keine Sparstellen, das glaube ich jetzt nicht. Also sie hätten ja schon ein bisschen Deko hier reinmachen können in den Zwischenstellen hier. Ich meine, klar, bist du da oft mitten im Nirgendwo und dann hast du halt diese Aussicht. Aber es darf gerne ein bisschen abwechseln. Oder dass man irgendwie durch ein Stadtgebiet so durchfährt. Ein bisschen urbaner, so das Dörfliche. Oder aufgabentechnisch, also jetzt bahntechnisch, nicht das wilde Rumschießen und so. Also ein bisschen rumrangieren oder mal abschleppen oder so, ganz nett. Aber ich glaube, bis zum Ende des Spiels wird das immer das gleiche sein. Nimm da die Wagen mit. Ah ja, guck mal, ob ich mal absinken. Halt! Hup. Ne, halt, das war falsche. Knapp. Nee, dass wir da ein bisschen mehr Abwechslung haben, aber ich denke mal, bis zum Ende des Spiels immer das gleiche. Und die Story ist dann die Abwechslung. Auch wenn die ziemlich flach ist. Mal schauen, wie viele Episoden ich da noch mache. Es ist unglaublich spannend. Ist es dann auf Dauer auch nicht. Also ich spiele es jetzt ja auch nur so in Dosen. So alle paar Wochen stahl es dann mal wieder. Nehmen wir es auf. Dann habe ich quasi mehr genug Pause gehabt. Aber ich tue den Changelog immer schön beobachten, was Interessantes mit dabei ist. Und sie sind da ganz fleißig mit Bugfixing und Co. Aber die Lok an sich ist ja auch noch nicht fertig. Die E-Bremse geht ja auch noch nicht. Schon wieder absenken. Werde ich gerade unten lassen. Zweimal hintereinander. Ja, wir fahren Öko. Wir fahren ohne Strom. Moin! Na, alles tut die? Ah, irgendwie wäre ich gerade ein Wolf? Okay. So, Bereich für die Abkupplung der Eisenbahn bei uns. Und dann haben wir wieder die Weiche. Hebt den Stromabnehmer, das machen wir doch gern. Södre. Ja, das ist vor dem Terminus. Bis abkuppeln. Schön langsam hin. Ich muss gerade ein bisschen an die ET-41 denken. Das sieht man jetzt irgendwie recht selten in TT2. Weil die ET-22 da ist. Ja, schaffen wir es. Ja, wir schaffen es nicht davor. Na komm, Notbremse. Brems! Das wird nichts. Das war dann ein bisschen zu viel. Was wohl passieren wird, wenn man da einfach mit dem Wagen weiterfährt? Boah, du bremst halt echt wie geschissen, ne? Das ist in der Notbremsstellung. So schwer kann der Zug doch gar nicht sein. Moin.
Hier gibt's nichts zu sehen. Es passt schon so, wie ich hier stehe. So, Kollege. Rückwärts. So, jetzt. Ah, jetzt wollen wir rückwärts. Sehr gut. Na, also das fühlt sich irgendwie schon so an, als müsste das ein bisschen schneller bremsen können hier. Entschuldigung. Aber das ist jetzt ja auch nicht eine super extreme Simulation hier. Das ist Spaß von hier. Ziemlich abgedreht. Okay. Ja, sollen wir jetzt reinhauen? Ah ja. Ja, passt. So, einsteigen. Der nächste Lokführer wird sich freuen. Die tue ich nicht wieder in Normalstellung machen. So, Position Service. Boah, das wäre eigentlich noch fies, wenn du das machen müsstest. Vorwärts. Jedes Mal. Ich muss mir das mal angewöhnen, dass ich mal auf das gucke. Sag mal, hatte ich dich eigentlich ausgetauscht das letzte Mal? Mal schnell den Spektrum gucken. Ja, du schaust gut aus. Dann war es auf der anderen Seite, wo ich das nicht getauscht habe. Aber naja, gib mal ein bisschen Gummi. Ja, es ist von da schon. Ah, die Lampen habe ich auch vergessen. Naja, gut, hinten brauche ich es eigentlich eh nicht. Sieht wieder nach so einer geilen Kurve aus. Wo die Lok wieder da schräge Sachen macht. Ja, ja. Das muss so. Oh, jetzt sehe ich das erst. Das ist ja auch statisch. Ah ja. Mit das kleine Team ist es ja schon ganz nett, was wir da gemacht haben. Oder bahnhofstechnisch mal sowas richtig Großes. Ein Haufen Gütergleisen und so. Wo man danach irgendwie so ein Stellwerk sieht oder ein bisschen was abläuft. Der allererste Bahnhof, den wir da gesehen haben im Spiel, war irgendwie bis jetzt der größte. Alles andere ist nur so Kleinscheiß wie hier. Hat er nicht gesagt, in der nächsten Stadt wäre das? Weil es ist ja auch irgendwie semi-frei, da die Wagen hier abzustellen, mitnehmen gar nichts. Nein. Ah, ich soll aufhören, mich da so zu beschweren. Aber andererseits ist es irgendwo auch Tipp für die Entwickler. Dass sie da hier da ein bisschen Input haben. Sehr auf. $100. Geil. 1944. Bald wieder 2000. Auf einmal das ganze Geld jetzt eh auch nicht brauchen. Gut. Ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Episode. Da fahren wir dann weiter. Dann heißt sie die Wachen töten und die Alkoholfässer zerstören. Das wird vermutlich genauso gut laufen wie im Nachtclub. Das ist so meine Vorahnung. Und dann mal schauen, was als nächstes kommt. Bis dahin, ich wünsche euch was. Habt eine gute Fahrt. Ciao.
Ja, liebe Leute, das ist leider das Ende von dem Video. Wie immer würde ich mich freuen, wenn ihr natürlich hier unten Kommentare reinschreibt, wie ihr es gefunden habt. Aktuelles zum Spiel findet ihr hier in dieser Playlist. Ansonsten der neueste Upload hier oben. Und wer möchte, kommt auch auf unseren Discord-Server. Link ist da rechts oben. Gibt auch immer wieder gratis Spiele und da könnt ihr auch mit mir quatschen und natürlich der Community. Ansonsten lasst ein Abo da und dann verpasst ihr keinen Upload mehr. Bis denn dann, euer Braubucher. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.